ersten Modus hier bei Senran Kagura Peach Beach Splash. Und dann sind wir soweit hier, soweit durch. Keine Ahnung, ich muss das mal gucken, ob das irgendwie noch machbar ist mit dem Koop, weil kam ja schon etwas zu spät damit, kann man sagen. Aber ich habe noch gedacht, da könnten noch einige sein, aber anscheinend wohl doch nicht mehr so. Weil ich habe ja früher bei Astable Versus auch sehr, sehr gut hier 50er Wellen gemacht und das alles so. Bei beliebigen Maps halt. Aber das seitdem, ja, hier wohl doch zu spät. Na gut, Story hat mir ja soweit alles abgeschlossen gehabt, auch mit den Paradise Episodes. Haben wir hier auch soweit alles fertig. Man sieht. So. Und jetzt machen wir hier den V-Road Challenge. Wir jetzt schon mal den School Cup abgeschlossen, dann haben wir noch den Honey, Queen und Venus danach. Ja, ich mache einfach jetzt hier mal weiter. Und hier kann man schon sein Favoritenteam machen. Ich werde das jetzt. Machen wir das so. Und danke, Shion, für deinen Host. Vielen Dank. Dankeschön dafür. Okay, ich werde jetzt noch den letzten Modus hier noch soweit abschließen. Dann gucken wir, ob das irgendwie mal Koop. Vielleicht dann noch irgendwelche Japaner finden, dann muss man ihm halt Global machen, weil Local findet man bestimmt keine mehr, also aus EU, da muss man halt weltweit suchen. Vielleicht ergibt sich ja dann noch was, weil eigentlich hätte ich auch sowas gerne als Gameplay noch gemacht, so wie auch mit S-Well Versus, also dem vorigen Projekt, also von Senran Kagura. Ja, vielleicht wird das ja was, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, mal schauen. Ansonsten nächsten Senran Kagura so weit wie möglich aktuell sein, damit man überhaupt welche Sachen sonst nebenbei machen kann. Ja, okay. Unser Team ist fertig, dann fangen wir auf jeden Fall mal an. Wäre alles soweit ausgestattet. Ich habe eins der besten Sachen hier auch immer alles gegeben, damit es halt auch sehr schnell geht. Und dann gucken wir einfach mal beim nächsten Senran Kagura. Das war ja ein HD-Remake, also soll der erste Senran Kagura sein. Früher war das ja ein Side-Scroller, also 2D-artig sowas halt. Bis es irgendwann halt zu einem 3D wurde. Und ja, da fing ja der Kampf gegen zwei Akademie an. Die Hanzo. Hey Bellius, grüß dich. Und... aber ich werde den HD-Remake trotzdem holen. Also ich weiß nicht, also der wird bestimmt jetzt nicht so viel kosten wie jetzt Astral Versus am Anfang oder Splash, oder hier HP Splash. Ich denke mal, das wird schon ein bisschen günstiger sein, so, keine Ahnung, 40, 50 Euro oder so, klar. Ein HD-Remake halt. Da spielt nochmal die Geschichte, wo die Rivalität der zwei Akademie anfing. Bei Senran Kagura, also quasi... der erste Teil halt. Aber als DLC soll Yumi mit dabei sein. Also Yumi ist ja seit Astral Versus mit dabei. Es soll auch ein Handy-Game geben, aber hier kann man das noch nicht bekommen. Also ist jetzt in Japan rausgekommen. Letzten Monat. Ein Handy-Game für iOS und Android. Und ja, mal gucken. Der HD-Remake kommt ja nächsten Monat raus. In dem Zeitraum, wo auch denn Sword Art Online kommt. Nur das Problem bei Mavericks ist eben halt, dass es erst vorher in Japan kommt. Heißt also, wir müssen 3-4 Monate vielleicht warten, bis die dann eben halt für EU einen Import machen. Also EU das entwickeln, also mit Englisch und das alles. Man kann es auch importieren, aber dann hat man, denke ich mal, größtenteils ja nur halt Japanisch. Muss sowieso nochmal bei meinem japanischen Account gucken. Vielleicht kann man da auch schon eine Demo spielen oder so dazu. Den HD-Remake mal gucken. Und hier gab es eben halt so einen Teaser. Den konnte man ja Ende der Story anschauen.
da sprich den siebten Teil von Senran Kagura, also Senran Kagura 7. Gab's halt mal auch einen Teaser dazu noch. Ich denke mal, der HD-Remake wird bestimmt so eher als Lückenfüller gedient. Aber die wollten bestimmt auch noch ein bisschen diese Nostalgie wiederholen von früher, von wie Senran Kagura eben halt angefangen hat. Ja, und dann haben die gedacht so, nee, wir machen jetzt daraus nicht nochmal 1-2D, sondern wir machen jetzt daraus 3D. Also zu der aktuellen Engine auch natürlich so. Weil früher war das eben halt ein 2D-Side-Scroller, war ja noch nicht so weit früher die mit der Zeit wie jetzt heute. Harris hat ja auch erst ganz klein angefangen. Ja, man sieht, wir sind ziemlich OP, aber es wird sich vielleicht bei den anderen zwei Cups sich noch ändern, denke ich. Weil, ich denke mal, die werden dann halt auch schwieriger. Aber wenn man momentan sehr OP ist, dann das ist es natürlich dann nicht mehr so schwer. Man sieht ja, das Grinden macht sich ja schon bezahlbar. Ja, wenn ich damit fertig bin, dann wechsle ich rüber zu Final Fantasy 14. Ja. Ich denke mal, mit Koop wird das hier nichts, weil wieder vielleicht dann Leute fehlen. Also es ist natürlich geil, wenn du da noch 2, 3 oder 4 Japaner da findest oder so, die da noch spielen oder so. Aber die meisten waren eben halt immer sehr orientiert im PvP hier in diesem Spiel. Und kam da glaube ich ein bisschen zu spät, weil SWR Versus hatte, konnte ich ja mehrere Welle 50 Gameplays machen und zeigen und sowas halt. Double Persona, okay. Die alle Schutzschild hier haben, ne? Da hinten sind ja auch noch. Nein! Wieder verschwunden. Hier kann man, glaube ich, ganz gut das mit den Kills boosten, denke ich mir mal. Also mit den Pads und mit den Melee-Attacks und sowas halt. Weil hier ist es eher so Team Deathmatch. Da kann man das eigentlich ganz gut machen. Thank you.
ist ganz schön was los. Ey. Ja, habe ich schon genommen, oder? Ja, irgendein Finisher fehlt mir noch bei den Splash. Ein Finisher, glaube ich, fehlt da irgendwie. Glaube ich, war da irgendwas mit... Da war irgendwie was mit einem Finisher. Oh, PlayStation, ne? Schon wieder los bei PlayStation. Ja, alles kaputt gemacht, oder was? War das denn? Finde ich das hier irgendwo unten, ne? Ja, hier. Geht aber eins. Schauen. Muss ich mir angucken, die ganzen Finishes. Team Deathmatch. Ah, der vereist nämlich auch noch. Ey. Mal schauen, wo ich dann noch finishen kann. Ne? Liegt das vielleicht an den verschiedenen Entchen? Muss ich da irgendwie verschiedene Entchen auswählen? Ich weiß es jetzt gar nicht, ey. Weil ich habe jetzt die gekauft. Ich weiß nicht, aber ob die irgendwie einen Unterschied haben oder so. Können wir die denn ausstatten? Ich glaube bestimmt bei den Editor da. Weil ich habe jetzt nur die ganze Zeit immer nur das typischen Entchen, also den gelben, gemacht bei den Finishes. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie die anderen Entchen andere Sachen machen da oder so. Also man kann auch Melee-Combats machen, weil da muss ich immer noch mehr pushen, glaube ich, damit man richtig stark ist mit dem Melee.
Das mit Melee-Dings, da ist gar nicht so einfach. Was ist das denn jetzt? Achso, oh, ich kann gefinished werden, oh nein. Ah, okay. Ja, das mit Melee muss ich mal irgendwie so machen, dass es irgendwie stark ist in dem Moment, wo ich das aktiviert habe. Dann die andere Ninja Art benutzen kann. Weiß gar nicht, oder? Ich hab die gefinished jetzt damit, ne, oder? Haben wir den Cup jetzt fertig? Nee. Semifinale, okay. Und wenn ich in Supermodus bin, dann müsste eigentlich auch meine Melee-Attacks auch stärker sein, eigentlich. Das mit dem Melee ist ein bisschen schon schwierig hier. Wow. Aska ist schnell wieder Blitz. Mit die Dolche. Und cool, voll die Ninja. Hier ist ja Senra Kaoru auch ein Melee Combat Game, ne? Also ist jetzt kein Shooter oder sowas eigentlich, aber hier haben die mal was Neues mal gemacht, so was eher so Shooter-lastig ist, aber wenn man Senra Kaoru kennt, weiß er, dass es eigentlich auch so mehr so ein Melee Combat Game ist, also sprich, dass sie sich da verwandeln, coole Nahkampfattacken machen und sowas halt alles so. Mehrere Kombos und verschiedene Kombos auch. So. Ist ja ganz schön was los, ne? Verstehen. Zack. Au. Oder meine Melee machen. Supermodus. Ey, ich wollte mal stehen.
So, Finale. Eher so ein Turnierding halt. Dann fehlen dann auch noch zwei Cups und dann ist man ja fertig auch. Mehr hat der Singleplayer dann auch nicht mehr, dann sind wir da auch damit durch. Nur eben halt beim Multiplayer mit den 50 Wellen Koop, ja, keine Ahnung, ob das irgendwie in Zukunft noch irgendwie was wird. Ansonsten, da kann man jetzt auch nicht großartig zeigen sonst. Das ist erstmal soweit von dem Content her. Mehr kann ich leider nicht zeigen. Hey, wird doch stehen. Ich sehe gar nichts mehr hier. So. Muss mal mich schlau machen. Muss dann mal gucken mit den Entchen da oder so. Irgendwas, vielleicht ist er ja anders. Weiß es nicht. Modus wieder. Kann nur Melee-Headpacks machen. Bewegen sich mal so wild hier rum. Wie sind die denn? Ja. So, Honeycup haben wir auch fertig. So, ich will mal kurz gleich bei den Entchen da mal gucken, irgendwie schlau machen drüber. Also, hier bestimmt, die Showers heißen die bestimmt. Dann muss ich mal gucken, wo man die auswählt. War irgendwo hier, glaube ich, ne, oder? Können wir die denn nochmal auswählen, diese Entchen? Wo war das denn?
kann man die Showers auswählen. Okay, wir müssen mal schauen hier. Ah, okay. Eine Farben. Kannst du mit den Dingern nicht machen, okay?
Oh, okay.
10 Finishes, okay. Euch alle mit dem Melee Combat weghauen. Komm. Tag. Yeah.
komm. Wird weggefinished. Die denn? Warum? Wir immer Schutzschild haben. Die hippeln mir mit so viel rum hier. Den jetzt hier finishen immer nicht. Jetzt. So, Semifinale, vorletzten Cup.
Ich bin gleich wieder da, denn. Oh Mann. So, wieder da. Ach ja. Ey, wie kann ich mit Asuna besser Melee Combat machen? Also Asuka mal nicht. Hier ist es einfacher. Irgendwie finde ich jetzt. Bei den anderen ist es voll schwierig. Irgendwie spinnt auch Twitch heute, oder? Ich kann gar nicht mehr gucken, so bei den Zuschauern oder so. Ich bin heute irgendwie bei Twitch. Echt komisch. Irgendwie funktioniert es mit dir besser. Blöde Schutze, was sie da haben, ne? Denn da. Da sieht man ja gar nichts hier. Keine Ahnung, was hier abgeht. Müssen die da irgendwie verschiedene Posen machen bei den Finishes oder so? Wie das bei den einem Video da gesehen habe. Mit verschiedene Posen sein, oder? Oh nee. Hallo, nicht durchdrehen, Leute. Ich will auch noch mal was machen. Hallo. Hey, was ist das für eine, ey? Ich mach mal. Nee, du. Ja, ihr mit euren Schutzschild, ne? Hier, was da los? Ja.
Finale. 5500 bekommt man. Okay. Ich hab fast alles gekauft. Ich weiß gar nicht, was ich noch holen soll da. So. Thank you.
So, das haben wir auch fertig, den Cup. So, jetzt haben wir noch den Venus. Den Venus Cup. Ich schau mal kurz hier. Habe ich nur eins. Hanabi. Ah, okay. Oh, letzte Cup hier.4, 3, 2,
Immer Schutzschild. So. Dritte Runde. Ich glaube, nach der dritten Runde kommt... Viertelfinale? Schon, ne? Oder die Viertelfinale kommen. Oder vielleicht haben die auch schon Achtelfinale hier reingeklatscht. Weiß ich nicht. Dritte Runde. Splash Bombs, okay. Hm.
Boah, was? Okay, wusste ich gar nicht, dass ich auch Spaß. Immer Schutzschild hier. Alter, was hier aushält, ne? Semifinale, okay, dann kommt Halbfinale. Nee, da kommt Finale, ja schon. Nee. くらいなさい、邪魔してるぞ。敵が減ってるぞ。
ganz schön was los. So, nice, haben wir auch geschafft. 8000, ey, wow. Finale, 10.000. Nobile-Legenden. Okay. これはないの!
Geht hier ganz schön gut ab hier gegen die legendären Shinobis. Nice. So, dann haben wir auch die Challenges. Ach Quatsch, hier die Venus Cup auch abgeschossen. 10.000. Geil. Ja, nice. Sehr gut. Haben wir auch geschafft. Hier alles soweit abgeschlossen. Man kann jetzt hier das auch alles nochmal machen. Kann man jetzt hier immer 10.000 Zenny bekommen, wenn man jetzt Zenny farmen will, geht man immer hier rein. Zur Info, falls ihr eine Menge Zenny braucht oder so, könnt ihr dann auf jeden Fall hier diesen Cup hier farmen, ne? Und das mit den Upgrade Packs und so weiter, das hatte ich ja schon mal in den einen letzten Guide gezeigt. Ja, das war erstmal davon, von der V-Road Challenge. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein.